Caroline von Wolzogen war ein Freigeist. Nicolas Immer hat ihre Briefe und Gedankenbücher zusammengetragen, um ein bisschen Licht um den Mythos dieser Frau zu bringen. Als sie und ihre Schwester Friedrich Schiller 1787 das erste Mal in Rudolstadt begegnen, ist es Anziehung und geistige Inspiration. Caroline ist verheiratet, Schiller wird sich für Charlotte entscheiden und sie heiraten. Aber Caroline schreibt weiterhin Briefe an ihn, sucht seine geistige Nähe, schreibt: Mein liebster Schiller. Als Schiller vor allem dabei war, seinen Roman Der Geisterseher zu schreiben, da kann man das noch deutlicher sehen, weil er gerade dabei auch immer versucht hat, bestimmte Punkte seines Schaffens mit den beiden Schwestern zu diskutieren. Und in dem Moment war dann auch beispielsweise die Frage, wie sich beide Schwestern dann eine weibliche Figur daraus vorstellen. Und da haben sie beide dann sozusagen ihre Vorstellung davon formuliert und näher charakterisiert. Und da kann man sehr gut sehen, er versucht sie also beide dazu zu bringen, ihre Einschätzung auch einer bestimmten Figur zu liefern. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er damit unbedingt dann selbst weitergearbeitet hat, aber trotzdem, sie haben an diesem literarischen Schaffen, an diesem Weiterschreiben des Schöpfungsprozesses schon partizipiert. Sie liest vorab seinen Wallenstein, er veröffentlicht Texte von ihr in seiner Zeitschrift Die Horen. Geistig verbunden mit Schiller heiratet sie 1794 nach ihrer Scheidung seinen Freund Wilhelm von Wolzogen und reist durch Europa. Caroline hat Affären, von einem dieser Männer bekommt sie ein Kind. Aber auch das übersteht sie in der Gesellschaft. Sie sucht die geistige und die amoröse Verführung. Nach dem Tod von Schiller schreibt sie ihre eigene Biografie. Nach dem Tod bleiben sie auch weiter aufeinander bezogen. Auch da ist ja dann immer Schiller noch Fixpunkt. Also gerade für Caroline von Wolzogen, die dann eben meint, nach dem Tod von Schiller entscheiden so eine ganze Reihe von Biografien und diese taugen alle nichts, seien nichts wert. Und dann versucht sie halt nochmal ihr eigenes Schillerbild dagegen zu stellen. Und da fließen natürlich zum einen auch Beobachtungen gegenüber ihrer Schwester mit ein. Also da haben wir wieder dieses Dreierbild. Aber natürlich versucht sie auch, so bestimmte Dinge dann etwas zu korrigieren. Das heißt, die Briefe, die sie dann darin abdruckt, die werden natürlich auch teilweise umgeschrieben, ein bisschen abgeschnitten an manchen Stellen. Ja? Also dass es einfach so in dieses eigene und spezifische Schillerbild hineinpasst. Caroline von Wolzogen vereinnahmt ihren Schiller für sich noch über den Tod hinaus. Eine Liebe im Geiste und im Herzen, die gerade weil Caroline ihren eigenen Weg gegangen ist, bestehen konnte.